Im Schnee der Antarktis haben Münchner Forschende etwas gefunden, das nicht aus unserem Sonnensystem stammt. Konkret geht es um das Isotop Eisen 60, das keine natürlichen Quellen hier auf der Erde hat. Ist es vielleicht durch eine Supernova auf unseren Heimatplaneten gelangt? Es ist auf jeden Fall unglaublich spektakulär, denn wenn es im Schnee gefunden wurde, dann ist es erst vor ganz, ganz kurzer Zeit auf die Erde gelangt. Was ist da passiert? Klicks um Science Fiction. Hier gibt es täglich spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Nur dann verpasst ja nichts. Los geht's. Herzlich willkommen. Schon 2015 nahm die ganze spektakuläre Story ihren Lauf. Damals hatte das Forschungsteam von der TU München und dem Alfred-Wegener-Institut viel zu tun. Nahe der Konenstation, eine deutsche polare Forschungsstation in der Antarktis, sollte eine halbe Tonne Schnee geschippt werden. Natürlich alles für die Wissenschaft. Insgesamt 25 Kisten voll mit Schnee machten sich damals dann auf eine lange Reise. Zunächst mit dem Flugzeug an die antarktische Küste, dann ging es weiter mit dem Schiff nach Kapstadt und dann schlussendlich nach München. Der Schnee wurde dort geschmolzen und genauer analysiert. Und der Plan von Gunther Korschinek ging tatsächlich auf. Der Physiker hatte darauf spekuliert, dass in dem Antarktisschnee ein spektakulärer Fund gemacht werden könnte. Denn schon vor 20 Jahren gelang dem Wissenschaftler von der TU München der Nachweis des Isotops Eisen 60 in Tiefseeablagerung. Schon damals stand die Vermutung im Raum, dass dieser Fund von Eisen 60 in einer Mangankruste der Tiefsee auf eine Supernova hinweisen könnte. Diese habe möglicherweise vor rund 2 Millionen Jahren in der Nähe unseres Sonnensystems stattgefunden. Und auch im reinen Schnee der Antarktis malte Korschinek sich gute Chancen aus, weitere Eisen-60-Ablagerungen zu finden. Anders als in anderen Regionen dieser Erde, denn der feine Staub des Kosmos geht gewöhnlich in der Natur unter. Das radioaktive Isotop Eisen-60 ist, genauso wie fast alle anderen chemischen Elemente, die uns bekannt sind, einst im Inneren von Sternen oder bei Sternenexplosionen entstanden. Doch dieses Isotop ist sehr selten und instabil. Es hat eine Halbwertszeit von 2,62 Millionen Jahren. Das heißt, dass sich seine ursprünglich vorhandene Menge alle 2,6 Millionen Jahre halbiert. Klar ist also, wenn vor 4,6 Milliarden Jahren, als die Erde entstanden ist, Eisen 60 vorhanden gewesen sein sollte, muss es bis heute vollständig zerfallen sein. Gelingt der Nachweis auf der Erde, ist somit klar, dass es vor nicht allzu langer Zeit aus dem Weltraum gekommen sein muss. Vor nicht allzu langer Zeit. Das ist natürlich in astronomischen Dimensionen gemeint. Korschinek sollte mit seiner Vermutung, was den Antarktisschnee angeht, tatsächlich recht behalten. Bei den Analysen im Labor ließen sich in den Proben 5 Teilchen des seltenen Eisen-60-Isotops nachweisen. Eine Premiere, denn bislang konnte dieses Isotop noch niemals in einer Schneeprobe aufgespürt werden. Eine super spannende und verantwortungsvolle Arbeit, die dafür notwendig war. Dazu die Wissenschaftlerin Silke Merkel, die an der chemischen Analyse beteiligt war. Ich habe vorher mit leeren Filtern geübt, damit bei der endgültigen Arbeit mit der wertvollen Probe nichts schief geht. Außerdem habe ich geschaut, welche Elemente in den Filtern und verwendeten Chemikalien schon drin sind, denn die späteren Messungen waren so empfindlich, dass man damit alles findet. Die genaue Analyse zeigte, dass das aufgespürte Isotop mit sehr großer Sicherheit aus einer Supernova-Explosion stammt. Weder Atomwaffentests noch die sekundäre Einwirkung kosmischer Strahlung kommen nach Angabe des Forschungsteams als mögliche Quellen in Frage. Doch die Fachleute wissen sogar noch mehr. Denn dadurch, dass der Schnee aus der Antarktis nicht älter als 20 Jahre ist, das ist nichts, müssen diese Relikte einer Supernova erst vor kurzer Zeit auf die Erde niedergegangen sein. Die Sternenexplosion wird höchstwahrscheinlich sogar in unserer kosmischen Nachbarschaft stattgefunden haben. Denn sonst wäre der Staub aus Eisen 60 stärker verdünnt und somit kaum noch in nachweisbarer Menge auf der Erde aufzuspüren. Nach Ansicht der Fachleute handelt es sich bei der Quelle dieser Eisen-60-Partikel höchstwahrscheinlich um eine der interstellaren Gaswolken, durch die wir mit unserem Sonnensystem derzeit hindurchfliegen. Dazu Günther Korschinek. Eine Wolke in unserer direkten Nähe ist die sogenannte Local Interstellar Cloud, die durch eine Supernova entstanden sein könnte. Doch diese Vermutung kann erst durch weitere Untersuchungen mit letzter Sicherheit bestätigt werden. Das spezielle Eisen-60-Isotop dürfte dann nämlich erst in Eisschichten der Antarktis auftauchen, die jünger sind als 40.000 Jahre. Was die aktuelle Untersuchung aber sehr deutlich macht, auch in unserer kosmischen Nachbarschaft haben Explosionen von Sternen stattgefunden und dies kann somit auch in Zukunft immer wieder geschehen. Auch Funde von Eisen-60
sich in Fossilien und Gesteinsschichten legen übrigens nahe, dass vor etwa 2,6 Millionen Jahren eine Supernova stattgefunden haben muss. Und zwar in nur 150 Lichtjahren Entfernung von der Erde. Das ist quasi nichts. Möglicherweise ist sogar unser Sonnensystem durch eine nahe Sternenexplosion entstanden. Wann sehen wir eine Supernova mit bloßem Auge am Himmel? Gute Frage. Anklicken, wenn ihr es wissen wollt. Anschauen und Neugierzone abonnieren. Ich bin auf die Antwort wirklich gespannt. Bis dann. Bleibt dran.